Bethany Benson war eine 22-jährige Frau, die ein durchweg glückliches und erfülltes Leben führte. Sie war gerade zusammen mit ihrem geliebten Freund ihre Tante besuchen und befand sich auf dem Rückweg. Sie wurde müde und da sie ihrem Freund blind vertraute, schlief sie auf dem Beifahrersitz ein und legte dabei ihre Füße auf das Armaturenbrett, wie es wahrscheinlich auch viele von euch machen. Diese Leichtsinnigkeit wurde ihr letztendlich aber zum Verhängnis. Auf der Autobahn kollidierte ein kleineres Auto mit einem Motorrad, woraufhin ein LKW eine Vollbremsung machen musste. Bethanys Freund schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und so kam es zu einem fatalen Unfall. So sah das Auto nach dem Horrorcrash aus und auch wenn beide überlebten, kam das Mädchen nur mit schweren Verletzungen im Gesicht davon. Der Airbag löste zwar aus, doch da sich ihre Beine genau darüber befanden, schlug ihr Knie genau auf ihren Kopf und noch heute muss sie dutzende Pillen schlucken, um mit den Schmerzen klarzukommen. Diese Geschichte sollte eine Warnung für alle sein, die es sich im Auto gern mal etwas zu bequem machen.